Wir sehen uns auf reitschuster.de. Es gibt ja böse, böse Menschen, Corona-Ketzer, die behaupten, wir hätten es mit einer Testpandemie zu tun und solange man teste, so lange gäbe es auch die Pandemie. Böse, böse Verschwörungstheorie, so bisher die vorherrschende Meinung. Und nun kommt plötzlich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und bestätigt indirekt genau das. Voilà. Wir verkünden ja keine Wahrheiten, sondern wir wägen ab. Das ist mir neu. Ich habe haargenau den Eindruck, dass hier ständig Wahrheiten verkündet werden und diejenigen, die die nicht akzeptieren, als Ketzer diffamiert werden. Aber sei es drum, schauen wir uns weiter die Szene an. Zwischen unterschiedlichen Interessen und Aspekten. Und hier ist eben das so, dass bei Geimpften das Risiko deutlich niedriger ist. Nicht bei null, aber deutlich niedriger. Das Impfen macht einen Unterschied. Und wenn wir jetzt sozusagen geschützte Menschen auch genauso testen wie ungeschützte, dann hört diese Pandemie nie auf. Ich mache jetzt absichtlich keinen Kommentar mehr. Ich bitte Sie nur, sich dieses Zitat zu Ende zu denken und es auch umzumünzen auf Nicht-Geimpfte. Ich denke, die Schlüsse, zu denen Sie kommen, die werden Ihnen viel sagen. Wenn wir jetzt sozusagen geschützte Menschen auch genauso testen wie Ungeschützte, dann hört diese Pandemie nie auf. Wir sehen uns auf reitschuster.de.